Hier nun machen wir also weiter mit dem 9. Video zum 8. Kapitel meines Buches. Es ist auch das letzte Video zum 8. Kapitel. Kapitelüberschrift: Die real existierende BRD. Titel des Buches: Die Demokratielüge 150 Jahre deutsche Obrigkeitsstaat. Das wird zu dem Kapitel nicht so viel sein. Also wer sich rein auf das Buch konzentrieren möchte, der springt jetzt vor bis dahin, wo dieses Huhn hier auf der rechten Seite verschwindet und da der Text kommt. Die anderen können sich auch das anhören, was ich vorher noch zu erzählen habe. Ja, erstmal habe ich tatsächlich, heute habe ich die neue Rechnung, die Anpassung vom Stromanbieter bekommen. Es ist eigentlich auch sehr sittenwidrig, also doppelt so hoch. Doppelt so hoch wie bisher. Und ich wohne ja hier in Schleswig-Holstein. Hier wachsen an jeder Ecke wachsen hier diese Windräder aus dem Boden. Ich kann, wenn ich aus dem Fenster gucke, sogar welche sehen. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist alles Bullshit. Wenn sich das alles realisiert hat, wenn sich die Folgen dieser Energiepolitik realisiert haben, also wenn die Menschen ihre Energiekosten nicht mehr bezahlen können, wenn Hunderte und Tausende von Unternehmen pleite gegangen sind, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig sind, wenn Hunderttausende und Millionen Menschen deshalb arbeitslos geworden sind und auf der Straße stehen und wenn darunter die sozialen Systeme zusammenbrechen, weil sie das natürlich nicht mehr tragen können und weil irgendwann auch der Staat darunter zusammenbricht, dann wird jeder sagen, dass diese Energiewende, wohlgemerkt, eingeleitet von der CDU unter der deutschen Kanzlerin, vorangetrieben von den Grünen, dann wird jeder sagen, jedes Kind, das du auf der Straße fragst, wird in ein paar Jahren sagen, die Energiewende war und ist ein Verbrechen. Mark my words. So, ja, ich habe es richtig gemacht, dass ich schon mal seit Monaten nur noch kalt dusche, meinen Backofen nicht mehr benütze und so weiter. Insofern werde ich auch signifikant weniger Verbrauch haben, aber mehr zahlen. Ja. What a shocker. Und man muss das doch mal deutlich sehen. Und ich verstehe nicht, warum die Menschen das nicht erkennen. Also die Menschen sind auch irgendwie enttäuschend. Das ist ja der Staat. Dieser Staat, seine Bediensteten, seine Politiker, seine Agents, seine Wurmfortsätze richtet hier für die deutsche Gesellschaft die Hölle auf Erden an. Und das muss man deutlich so sagen. Und es ist nichts mehr, das da funktioniert. Aber wir müssen alles noch mittragen. Also die uns da in den Abgrund reißen, diese viel zu vielen Beamten, Berufspolitiker, Richter, Soldaten, die müssen wir alle noch mit durchfüttern und alimentieren. Und die müssen wir zusätzlich noch dafür, dass sie uns hier die Hölle auf Erden anrichten, dafür, dass sie uns die ökonomische Lebensgrundlage entziehen, dafür, dass sie das Unterste nach oben kehren, dafür müssen wir sie auch noch alimentieren. Das sind also unhaltbare Zustände. Und jeder muss doch wissen, das habe ich gerade gesagt, ich bin von den Menschen enttäuscht, dass sie das einfach nicht erkennen, was so offenkundig auf der flachen Hand liegt. Jeder muss doch wissen, dass wir das Blatt nur wenden können, wenn wir diesen Staat abwerfen. Und was ich gerade gesagt habe, das betrifft eben die gesamten Checks and Balances. Das ist ja nicht nur eine der sogenannten Gewalten, die da nicht mehr funktioniert. Das ist doch nicht wahr. Das ist die Legislative, die sogenannten Volksvertreter, die jedem Mist zustimmen. Das sind die Regierungen und die Verwaltungen, die jeden menschenwidrigen Kram bis nach unten durchexekutieren. Das sind die Gerichte bis zu den obersten Gerichten, die jeden Blödsinn positiv sanktionieren und durchgehen lassen. Das ist die Publikative, das ist allen voran der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der jede Propaganda 24/7 verbreitet. Und das muss man doch sehen. Das muss man doch sehen. Man kann sich doch nicht an irgendetwas festhalten und auf irgendeinem Indiz herumreiten. Also selbst wenn das Indiz jetzt dieses Corona-Regime ist, dann reicht das noch lange nicht, um zu erkennen, dass das Ganze das Unwahre ist. It's the system, stupid, was ich immer wieder sage. Und bevor die Menschen das nicht erkennen, haben sie auch nicht die Möglichkeit, es zum Besseren zu wenden, weil die Diagnose falsch ist. Und wenn die Diagnose falsch ist, kannst du es nicht reparieren.
Das geht nicht, weil du dann an den falschen Ecken und Enden herumlaborierst. Weil du dann immer noch sagst, ja, aber in der nächsten Instanz bekomme ich Recht vor Gericht. Aber bei der nächsten Wahl wähle ich diese und diese und jene Partei und dann werdet ihr aber sehen, dann ändert sich alles und nichts ändert sich. Rein gar nichts ändert sich. It's the system, stupid. Und das muss man verstehen. Also ich höre immer diese Leute von diesem inzwischen ja auch zerstrittenen Corona-Ausschuss, ne? Und ja, die müssen alle zur Rechenschaft gezogen werden. Also die jetzt diese Maßnahmen beschlossen haben und die durchsetzen und die müssen alle zur Rechenschaft. Ja, wo? Wo ohne Arme? Das ist ja lächerlich. Das ist ja alles, das ist ja bodenloses Gerede. Das ist ja alles bodenloses Gerede und auch diese Kreaturen entzaubern sich ja inzwischen selbst. Also das Offensichtliche steht den Menschen da vor Augen, aber sie kennen es nicht. Sie flüchten sich in Nebensächlichkeiten, in Einseitigkeiten, in für wahr halten, was auch immer. Und ich habe hier noch mal einen Schnipsel, den habe ich, das habe ich aus dem letzten Video, ich meine wohl, das war das achte Video, habe ich diesen Schnipsel rausgenommen und habe ihn dann noch mal gesondert auch veröffentlicht. Und da ist eigentlich, ist da, ich sag mal, beinahe alles drin. Also das Verhängnis, unter dem wir gebrechen, in a nutshell. Und ich spiele das hier nochmal einmal kurz ab und einfacher kann ich es auch wirklich nicht mehr Von ausdrücken. Ludendorff gefragt, was es denn nun mit dieser Demokratie auf sich habe, antwortete Weber, Quote, in der Demokratie wählt das Volk seinen Führer, dem es vertraut. Dann sagt der Gewählte, nun haltet den Mund und pariert. Volk und Parteien dürfen ihm nicht mehr hineinreden. Nachher kann das Volk richten. Hat der Führer Fehler gemacht? An den Galgen mit ihm. Endquote. Eine radikale Konsequenz ihres politischen Handelns, die deutsche politische Leader weder geschichtlich noch konstitutionell kennen. Weder Wilhelm II. Noch Hitler noch einer ihrer Nachfolger ist vom Volk in Haftung genommen worden. Denen, die nach der Devaluation zur Rechenschaft gezogen worden sind, das soll man nicht vergessen, haben die Alliierten den Prozess gemacht, sie zu Haftstrafen verurteilt und einige, darin Max Webers Ausführungen folgen, tatsächlich gehängt. Wir würden heute, zu Webers Zeiten gab es im Deutschen Reich bis 1945 noch die Todesstrafe, nicht mehr vom Galgen, als vielmehr von persönlicher Haftung ohne jegliche Privilegierung sprechen. Das Grundgesetz sieht dies nicht vor und wir können auch nicht erwarten, dass die Väter des Grundgesetzes als Parteipolitiker und Richter in eigener Sache sich derartige Fesseln selbst angelegt hätten. Dazu bräuchte es schon einer volksgewählten Verfassung, die den Namen verdient. Ja, also da haben wir wirklich alles in a nutshell. Also der Parteienstaat, die Versippung, die Korruption, die Gesinnungsmäßigkeit, der Filz, das ist alles das zusammen. Und wie gesagt, Gesinnungsmäßigkeit, darauf kommt es an. Also Sie können wirklich ausgewiesene Versager sein in der Sache Dilettanten in diesem Staat. Das ist egal. Da wird keiner Ihnen jemals Ihr Amt, Ihre Position, Ihre Alimentation streitig machen. Aber wenn Sie gegen dieses verlogene Narrativ, das ja letztlich die Staatsräson ist, wenn Sie dagegen verstoßen, wenn Sie da ein anderes Narrativ pflegen, dann sind Sie raus. Dann sind Sie, egal was Sie sonst für Versager sind, wie korrupt Sie auch sein mögen, wie unfähig, ganz egal, wenn Sie gegen dieses Narrativ verstoßen, wenn Sie nicht mitsingen in diesem verlogenen Chor, dann sind Sie raus. Das ist der einzige Grund. Sonst bleiben Sie drin und können sich die Taschen voll stopfen auf Kosten dieser Gesellschaft, zu Lasten dieser Gesellschaft. Und das müssen die Menschen doch, das müssen sie doch erkennen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich meine, ich. Okay. Der nächste Punkt. Etwas, das mich schon seit 2 Wochen beschäftigt. Darüber wollte ich auch noch mal reden. Das ist diese Sache mit dem Champagne.
in Kiew. Also dieser Hollywood-Star Sean Penn, ich habe ihn nie gemocht, jetzt weiß ich warum, der da nach Kiew gereist ist und Zelensky ist ja auch so ein Fachkollege von ihm, seinen Oscar geschenkt hat. So, und da habe ich gedacht, was ist da passiert? Also, glaubt er entweder, dieser Sean Penn, glaubt er das wirklich und ist sozusagen reinen Herzens dahin gereist und hat dem mal den Oscar über den Tisch geschoben? Oder gehört das zur Arbeitsplatzbeschreibung, wenn man da irgendwie in Hollywood tätig ist? Dass man seine Gage bekommt und dann spielt man auch in den Filmen mit und gehört sozusagen zur neuen Aristokratie, das ist ja diese ganze Bande da, dann gehört das mit dazu, das steht im Kleingedruckten. Oder musste ja irgendjemanden eine Gefälligkeit erweisen, also da hat ihn jemand um etwas gebeten und das konnte er nicht abweisen, weil der ihn bei den Cojones hatte. Ja, was ist die Antwort? Ich weiß es ja nicht genau. Nur, das war ja vollkommen unrelated. Also das ist ja nicht real. Also da kommt ein Hollywood-Schauspieler, reist da in das Kriegsgebiet und schiebt da dem anderen Schauspieler den Oscar über den Tisch. So. Und dann habe ich weiter überlegt, jetzt so ein bisschen die US-Amerikaner, also es gibt natürlich auch kritische US-Amerikaner. Über einen werde ich gleich noch sprechen. Aber ich sage jetzt mal, die sind ja auch in ihrer Propaganda und ihrem Narrativ gefangen. Ich habe mich dann gefragt, können die das überhaupt? Also die sitzen da sozusagen auf ihrer Insel der Glückseligen da in Nordamerika, zetteln auf der ganzen Welt Kriege an und bomben den Menschen die Gedärme raus. Ja, man muss das ja mal so drastisch sagen, wie es ist, aber auf ihrem eigenen Territorium, God's own country, haben sie ja so, bis auf ihren Bürgerkrieg und 9-11, so richtig noch nichts abbekommen. Und dann weiß ich manchmal nicht, ob die das überhaupt unterscheiden können. Ob die jetzt, wenn die ins Hollywood-Kino gehen, jetzt in so einen Film, wo Sean Penn mitspielt, ob sie das so angucken. Und oh, ja, das ist ja Action und so. Und wenn sie dann die Wochenschau da, was weiß ich, amerikanische Wochenschau gucken und so aus den Kriegsgebieten berichtet wird, ob die das überhaupt unterscheiden können. Ob die überhaupt unterscheiden können, das eine ist jetzt Hollywood, Milliarden-Dollar-Kino und das andere ist aber die Wirklichkeit. Da sterben die Menschen nicht wirklich im Kino, sondern tun nur so, als würden sie sterben, sind Schauspieler. Aber da sterben wirklich Menschen. Ich weiß nicht, ob die das unterscheiden können. Ob die das wirklich in der Breite unterscheiden können. Ja, das ist ja auch dieses Verführerische, dieser Million, Billion Dollar Medienindustrie. Das ist so zum Verwechseln echt aussieht. Und dass man irgendwann vielleicht, wenn man das eben aus dieser Entfernung anschaut, gar nicht mehr unterscheiden kann und einfach nur so begeistert ist, wenn es kracht und wummt und blitzt und donnert. Ja. Also das hat mich verstört jedenfalls, wie dieser Sean Penn da seinen Oscar rübergeschoben hat. You cannot invent it. So, aber es gibt noch einen anderen kritischen Amerikaner. Also es gibt auch gebildete und kritische Amerikaner. Und tatsächlich einen, der sozusagen auch in diesem System Hollywood einmal drinsteckte, aber der sich davon emanzipiert hat. Das ist Oliver Stone. Oliver Stone zitiere ich ja auch an einigen Stellen in meinem Buch und insofern erscheint er auch in der im Literaturverzeichnis, im kommentierten Literaturverzeichnis. Und das möchte ich gerne einmal vorstellen hier.
Einerseits, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, was ist das überhaupt, dieses kommentierte Literaturverzeichnis, und andererseits, damit ihr eine Vorstellung von Oliver Stone bekommt. Also, worauf ich hier eingehe, das ist The Untold History of the United States, und daraus zitiere ich ja auch. Also, das gibt es ja einmal als Buch, hat er ja zusammen mit Peter Kusnick, amerikanischer Geschichtsprofessor, American University, geschrieben und eben auch verfilmt. Also in, ich weiß nicht, 11 oder 12 Folgen. Also unbedingt sehenswert, The Untold History of the United States. Und weil ich gerade ja so ein bisschen despektierlich über die US-Amerikaner in der Breite gesprochen habe, aber dann ja auch schon mehr fragend und spekulativ eigentlich, dann zur Ehrenrettung oder eben hier Oliver Stone als kritischen Zeitgenossen einmal vorgestellt. Und ich möchte das kurz vorstellen, hier vorlesen aus dem kommentierten Literaturverzeichnis. Also Oliver Stone ist einer der maßgeblichen Intellektuellen unserer Tage. Das ist jetzt seit einigen Jahren schon meine Sicht der Dinge. Es muss uns nicht verwundern, dass im Medienzeitalter der Geist andere und neue Wege sucht als im Zeitalter des klassischen Buchdrucks. Es waren nach dem Krieg die Philosophen und Romanciers, nicht selten in Personalunion, die sich ein anspruchsvolleres Publikum mit ihren Schriften suchten. Also ich denke jetzt so an Sartre oder Albert Camus, ne? Also Nachkriegsgeneration. In Stone haben wir einen Filmdirektor, Produzenten, Drehbuchautor und Schriftsteller vor uns, der dem Studiosystem von Hollywood längst entwachsen ist. Angefangen hatte der Vietnam-Veteran mit seinen Filmen Born on 4th of July, das ist dieser hier, Platoon, womit es sich bei diesem Film um ein filmisches Pendant von Entwicklungsromanen handelte. Also wo man sozusagen sein eigenes Leben aufarbeitet. Also man spart sich, wenn man einen Entwicklungsroman schreibt, spart man sich sozusagen den Gang zum Psychiater oder zum Psychologen oder zum Psychoanalytiker. Dann schreibt man einen Entwicklungsroman und hat das damit auch verarbeitet. Also das ist ein probates Mittel. Auch die beiden Wall Street-Filme fallen. Der Vater war Stockbroker an der New Yorker Börse in diese Kategorie. Der Film Natural Born Killers ist ein medienkritischer Film. Die beiden großen politischen Filme, JFK und Nixon, zeigen bereits Stones kritische Sicht auf den US-amerikanischen politischen Betrieb. Zuletzt hat Stone in einem dokumentarischen Format in JFK Revisited neue Erkenntnisse zum Kennedy-Mord vorgestellt. Bezeichnenderweise geschah dies vor einem europäischen Publikum. Für das Hollywood-System wurde Stones immer entschiedenere Infragestellung der aggressiven Machtpolitik der USA zunehmend untragbar. In den USA hat ihn dies Reputation und Sozialprestige gekostet. Sein wichtiger Film Snowden über die systematische Ausforschung der US-Bürger und der Bürger befreundeter und verbündeter Staaten durch die NSA ist von ausländischen Geldgebern finanziert und im Ausland in Deutschland gedreht worden. Stone hatte Edward Snowden für seine Recherchen zum Film mehrfach in Russland aufgesucht. Neben der Dramatisierung historischer und politischer Stoffe in seinen Filmen hat Stone sich als Interviewer von Staatschefs wie Fidel Castro, Hugo Chavez, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Nestor Kirchner und in einem langen Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin profiliert und diese Staatsmänner dem US-amerikanischen Publikum aus einer anderen als der dort staatstragenden Perspektive vorgestellt. Also insbesondere diese vier langen Putin-Interviews sind unglaublich, unglaublich wichtig. Und wenn man die russische Sicht und Putin verstehen möchte, dann sollte man sich diese vier Interviews ansehen. Also ich meine, das ist immerhin noch in Europa unser Nachbar. Also das heißt, es sollte keine Schande sein, ein Putin-Versteher zu sein. Man sollte versuchen,
seine Nachbarn zu verstehen, um gerade das zu verhindern, was jetzt gerade da in der Ukraine passiert. Sein hier in Bezug genommenes Projekt The Untold History of the United States liegt in Buchform und in 12 Episoden auf DVD vor. Stone stellt darin das offizielle Narrativ des US-amerikanischen Exzeptionalismus in Frage und zeichnet das Bild eines aggressiven Imperiums. Er bekümmert sich als US-Amerikaner, wie von uns im Schlusskapitel vorgeschlagen, um die eigenen Angelegenheiten seines Landes. Das macht Sinn. Auch ihm geht es um Freiheit und Emanzipation, insofern seine Heimat, die USA, nun aber den Hegemon unserer Tage darstellt, handelt er in erster Linie in Sorge um den Frieden. Stone hat tiefe Einsicht in die US-amerikanischen Verhältnisse gewonnen und wir sehen in zahlreichen Interviews einen zutiefst besorgten Humanisten vor uns, der nur noch wenig von den Allüren eines mehrfach Oscar-Preisträgers erkennen lässt. So, Oliver Stone. Es gibt zahlreiche Interviews auf YouTube auch, zum Beispiel zu The Untold History of the United States, Interviews auch zusammen mit Peter Kusnick oder dann sind sie mal zusammen in Japan, da geht es um die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Und sein neuester Film geht um Atomenergie, Nuclear. Also sozusagen, das sei die grüne, saubere Energie der Zukunft. Das müssen sich also insbesondere die fehlgeleiteten deutschen Grünen mal ansehen. In anderen grünen Parteien dieser Welt gibt es ja ein gewisses Grundverständnis jedenfalls schon dafür. Und ja, das ist alles sehenswert. Und ich denke, das ist vielleicht die zeitgenössische, mit dem Rezeptionsverhalten der Menschen wahlverwandte Art und Weise, eben auch historisches, soziologisches Wissen rüberzubringen, also sozusagen Geschichte zu dramatisieren oder dann eben diese Doku-Formate. Und so kann man vielleicht ein paar Menschen mehr erreichen in diesem digitalen Zeitalter. Ich meine, wir sehen das ja hier. Das ist ja das, also Lesen ist ja schon, ich arbeite ja mit jungen Erwachsenen teilweise und Lesen ist ja Luxus. Ne? Man guckt sich da Kurznachrichten an, man guckt sich kleine Videos an, aber jetzt ein Buch zu lesen ist eine Herausforderung. Ne? Oder einen Text vorzulesen, ohne dass das, ich sage mal, für den Zuhörer und für einen selbst nahezu unerträglich wird, ist für viele auch eine Herausforderung, ne? Weil man sozusagen von dem Buch ist man ganz und gar weggekommen. Und so macht es Sinn, mit der Zeit zu gehen und dann vielleicht eben historische Stoffe zum Beispiel, politische, sozialwissenschaftliche Stoffe zu dramatisieren. Das schauen sich dann doch ein paar mehr Menschen an. Aber ob sie dann, das war ja die Frage, die ich gerade mit Blick auf Sean Penn und das Hollywood-System gestellt habe, ob sie dann Fiktion und Wirklichkeit unterscheiden können, ich weiß es nicht. Ich bin da auch durchaus ein bisschen ratlos. Aber wenn jemand filmemacherisch oder animatorisch unterwegs ist, soll sich gerne bei mir melden. Also vielleicht können wir ja dann das hier ein paar mehr Leuten nahebringen, weil das tut sich ja keiner an hier. Ich muss ja hier meinen treuen Lesern oder Hörern dankbar sein dafür, dass sie das noch tun, aber selbst wenn jemand das vorliest, tut sich das ja kaum noch jemand an. Oder ich lese eben so schlecht vor. Gut, ich meine, das ist ja auch nicht eigentlich mein Beruf. Ich tue das ja alles hier aus der reinen Not heraus, um das Ganze irgendwie
irgendwie rüberzubringen. Aber wie gesagt, Oliver Stone, ein Wahrheitssucher, wie ich denke, er ist, glaube ich, Buddhist und hat dafür, dass er die Wahrheit sucht und das, was er für die Wahrheit, für die historische Wahrheit hält, ausspricht, hat er auch, ich sage mal, einen Prestigeverlust in der Tat in Kauf genommen. Also ich verstehe ihn inzwischen so, dass er da im Hollywood-System kaum noch damit rechnen kann, dass irgendeines seiner Projekte gefördert wird. Er hat das ja auch nicht mehr nötig, er hat seinen Erfolg gehabt und er findet dann auch andere Wege, das zu verbreiten. Und also man sieht ihn, der macht da auch Interviews mit ganz, also mit kleinen YouTube-Channels oder so und ist da auch gar nicht arrogant und hochnäsig, wie wir das vielleicht uns in durchschnittlicher Alltäglichkeit mit diesen Celebrities, diesem Hollywood-System, diesen Stars und Sternchen vorstellen. Naja gut, man wird auch älter und man hat dann irgendwann auch andere Prioritäten. Und er hat ja auch so einen Lebensweg, er ist immer ein Sucher gewesen und er hat ja auch ganz wichtige Erfahrungen gemacht. Er war ja nun selbst in Vietnam und hat ja auch ein buntes Leben geführt und sozusagen er stellt sich da seiner eigenen Biografie und seinem eigenen Bewusstseinsstand, darauf kommt es ja immer an. Ja, und wie, aber das ist die große Frage, die habe ich hier schon jetzt in dieser Vorrede verschiedentlich angeschnitten, wie nimmt man die Menschen mit, dass sie das, was sie angeht, auch irgendwie ansatzweise nur realisieren können? Das ist immer, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie jemand, der schnorchelt da im Meer, der schnorchelt halt mit seinen, hat da so einen Schnorchel und guckt dann durch seine Taucherbrille in so trübes Wasser und sieht eigentlich gar nichts und denkt, er kennt jetzt den Ozean. Aber er müsste hunderte Meter tiefer gründen, tauchen, um wirklich zu sehen, was da passiert. Und ja, ich weiß es nicht. Was soll man den Menschen da an der trüben Wasseroberfläche, was soll man ihnen da zeigen? Das treibt mich wirklich um. Und ich habe darauf aber keine Antwort. Oder ich habe auch nicht, verfüge nicht über die Mittel und Wege, das eben so zu inszenieren. Da eine riesige Produktion hier aufzuziehen und die Demokratielüge 150 Jahre deutscher Obrigkeitsstaat zu verfilmen oder was auch immer. Nun gut, jetzt habe ich schon so ein bisschen Zeit vertrödelt, aber es ist nicht mehr ganz so viel, was wir hier am Ende des achten Kapitels noch vorzutragen haben. Das mache ich jetzt mal. Da steige ich also wieder ein. Es war ja wohl die Landnahme, wenn ich das richtig erinnere. Wo sind wir denn hier angelangt? Da, genau, ja. 8.29, die Landnahme beginnt. Da ging es jetzt darum, die DDR, Sozialismus bricht in sich zusammen. Man versucht es erst wieder aufzubauen. Der Statthalter, der letzte Statthalter, Modrow, macht da Versprechungen an die eigene Bevölkerung, die er aber auch nicht einhalten kann. Kohl, Zuckerbrot und Peitsche, will unterstützen, aber kommt dann gleich mit seinem 10-Punkte-Plan rüber und eigentlich will er den Laden auch abwickeln und übernehmen. Und da sind wir jetzt gerade angelangt. So spricht man nicht auf Augenhöhe wie zuletzt noch 1987. Das war, und das war auch nicht so gemeint, also 1987, das war noch als Honecker zu Besuch war. Ne? Und Honecker hat ja sozusagen das Ende, das da so kurz bevorstand, auch nicht gesehen. In dem Moment wollte die DDR noch zu einem sozialistischen Bollwerk ausbauen. Und das ist eben diese Emergenz in historischen und sozialen Entwicklungen, dass man also nie weiß, was als nächstes kommt. Also Honecker hat 1987 das Ende
Ansatz eines sozialistischen, staatssozialistischen Projekts noch nicht vor Augen gesehen. Und wir dürfen immerhin die Hoffnung haben, dass sowas sich eben auch einstellen kann. Also dass diese viel zu vielen, der Bundeskanzler Scholz, der Wirtschaftsminister Habeck, der Finanzminister Lindner, die Außenministerin Baerbock und so weiter, es lohnt sich gar nicht, diese Namen zu nennen oder sich zu merken, dass sie natürlich das Ende dieses Katastrophenprojekts auch noch nicht vor Augen haben, aber dass es sie sehr bald ereilen kann. Das ist die Hoffnung, die wir immerhin haben dürfen. Angesichts der ermangelnden Verfassung der BRD war Kohl ungefähr der Letzte, dem das moralische Recht zukam, so zu sprechen. Er konnte aber dennoch so sprechen, weil er sich der Deckung seines politischen Handelns durch den transatlantischen Hegemon versichert hatte. Die französischen Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten würden zunächst noch andere sein. Auch ihnen war durch das Bekenntnis zur Europäischen Gemeinschaft, siebter Punkt, bereits Tribut gezollt worden und würde in der Folge noch reichlich mehr Tribut in Form von German Money nachgeschoben werden. Als Modo dann am 13. 14. Februar 1990 in Bonn weilte und die vollmündig von Kohl versprochene wirtschaftliche Hilfe abholen wollte, ging er mit leeren Händen nach Hause. Ein Kredit in Höhe von 15 Milliarden D-Mark zur wirtschaftlichen Stabilisierung wurde ihm verwehrt. Es war nie die Absicht, die DDR zu stabilisieren. Sie sollte in den Geltungsbereich des Grundgesetzes einverleibt werden. Bei der Volkskammerwahl am 18. März 1990 obsiegte die auf Kohl eingeschworene Allianz für Deutschland, ein Wahlbündnis aus der ehemaligen Blockpartei CDU, DA und DSU. Vor den Volkskammerwahlen hatten Wahlhelfer aus dem Westen das Anschlussgebiet generalstabsmäßig unterwandert. Die West-CDU war im Vorfeld der Wahlen Kreispartnerschaften eingegangen. Jeder Landkreis der DDR war einem Kreis der BRD zugeordnet worden. Hunderttausende von Tonträgern sind unter das Volk gebracht worden, auf denen Kohls halllose Versprechungen zu hören waren. Der SPD-Vorsitzende in jenen Tagen, Oskar Lafontaine, legte mit seinen Einschätzungen zur Finanzierbarkeit der deutschen Einheit zwar mehr Augenmaß an den Tag und stand der Nationalstaatstümelei eher skeptisch gegenüber. Das wollte im ostdeutschen und im westdeutschen Teilstaat aber so recht niemand hören. Ein Dilemma im Parteienstaat und in der Mediendemokratie. Gänzlich seine öffentlich bekundete Reserviertheit gegenüber einer NATO-Mitgliedschaft des Vereinigten Deutschlands war transatlantisch schlechterdings nicht anschlussfähig und nahm ihn aus dem Spiel. Ja, also was wäre uns erspart geblieben, wenn Deutschland dann nach der Wiedervereinigung recht bald neutral geworden wäre? Die SPD, in Wahlumfragen im Februar 1990 noch als Favorit gehandelt, landete mit knapp 22% der Stimmen weit abgeschlagen hinter der Allianz für Deutschland, 48%. Wie wir die Sozialdemokraten beim Gang durch die deutsche Geschichte bereits hinlänglich kennengelernt haben, sind sie bei der letzten Regierungsbildung in der DDR aber natürlich wieder mit von der Partie. Unter dem Ministerpräsidenten Lothar de Maizière, CDU, einem Kohl ergebenen Liquidator der DDR, kam es zur Koalition zwischen der Allianz, der SPD und den Liberalen, Bund Freier Demokraten. Wenn man so will, haben wir da wieder einmal die Weimarer Koalition, mit der 1919 das Elend begann, die sich 1948-49 im Parlamentarischen Rat durch einen Treppenwitz der Geschichte und ohne jegliches eigene Verdienst reetablieren durfte und die jetzt den Anschluss vorbereitet. Noch bevor die Koalitionäre in der DDR handelseinig waren, das dauerte noch bis zum 12. April, fackelte Kohl nicht lange und schuf wenige Tage nach den Volkskammerwahlen noch im März 1990 die Tatsachen, die den Gang der Ereignisse bestimmen sollten. Die Marionettenregierung der DDR sollte eine Wirtschafts-, Währung- und Sozialunion vorgeschlagen werden,
die bis zum Sommer 1990 zu vollziehen war. Am 23. April 1990 legte wiederum die Bundesregierung die Konditionen fest. Umtauschkurs 1:1 bei Löhnen, Gehältern und Renten sowie bei Bargeld und Guthaben bis zu 4.000 Ostmark. Darüber hinaus Umtauschkurs 2:1. Also wir wissen jetzt auch, warum die Renten nicht sicher sind. Es gibt dafür noch mehrere Gründe, aber hier ist ein gewichtiger Grund dafür, dass die Renten nicht sicher sind. Kohl sandte so sein, Quote, klares, unmissverständliches Signal der Hoffnung und der Ermutigung für die Menschen der DDR, Endquote. Ich höre das noch mit seinem Zungenschlag und falle gleich vom Stuhl. Über die merklich erodierende Zonengrenze. Er würde, Quote, mit diesem Angebot unseren stärksten wirtschaftlichen Aktivposten einbringen. Das ist die D-Mark, Endquote. Und dafür hat er dann ja auch gleich noch, wo er einmal dabei war, in seinem Furor mit den Maastrichter Verträgen gesorgt, dass dieser stärkste wirtschaftliche Aktivposten, Zitat Kohl, dann auch endlich abgeschafft würde. You cannot invent it, wie wir von diesen Moralverkäufern dieses Parteienstaats rekurrent hinter die Fichte geführt worden sind. Also rekurrent heißt in der Endlosschleife. Die eine und einzige Möglichkeit, die diesen Kreaturen gegeben ist, Politik zu machen, German Money. Die Themen Demokratie und Bürgerrechte und namentlich die Erarbeitung eines Verfassungsentwurfs, der einer Volksabstimmung vorzulegen sei. Genau das also, was die DDR-Bürgerrechtsbewegungen am runden Tisch seit Dezember 1989 gefordert hatten, war längst wieder vom Tisch. Mit erschreckendem Tempo griffen die pseudo-legitimatorischen Praktiken und Verhältnisse der real existierenden BRD-Raum. Was das Volk in der skandierten Parole »Wir sind ein Volk« sei, würde sich bald in Mark und Pfennig und Umtauschkursen auszudrücken haben. Auch die Gesellschaft der untergehenden DDR befand sich längst im Verhältnis kommunizierender Röhren zum deutschen Staat der BRD. Kohls unseriöse Versprechungen fielen auch dort auf fruchtbaren Boden. Man wird, um diese Erkenntnis redlicherweise nicht umher können, dass deutsche politische Leader zunächst noch immer auf Gefolgschaft bei den Massen zählen durften. Das ist ja die eine entscheidende Frage, wann die Massen ihnen diese Gefolgschaft endlich in höchster Not überfällig einmal verweigern wollen. Die Nationalstaatstümelei, nur eine Stunde nach Schabowskis Presseerklärung vom 9. November 1989 raunten sie im Bundestag die Nationalhymne. Dieses diffuse Wirr in den Reden der Politiker und den Parolen der Demonstranten, Frams, Acker, Brands, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört, dies alles appellierte auch an niedere Instinkte und löste bei den Menschen aus, was es auslösen sollte. Wie Adenauer 1957 gegen den Rat seines Wirtschaftsministers Erhard das Umlageverfahren in der Rentenversicherung eingeführt hatte, führte Kohl gegen Sachverständigenrat übereilt die D-Mark, unseren stärksten wirtschaftlichen Aktivposten, ein. Wirtschafts- und Währungssachverständige, der Präsident der Deutschen Bundesbank, Arbeitgeber und Sparerverbände hatten vor der übereilten Einführung der D-Mark gewarnt. Der Katzenjammer kommt immer erst später. Nicht anders nach der Abschaffung der D-Mark und Einführung des Euro eine Dekade später. Nicht anders nach der Einstielung der Energiewende durch die deutsche Kanzlerin. Die Gesellschaft zahlt für die Machtgier deutscher politischer Leader nicht selten über Generationen. Die Chance auf gesellschaftliche Emanzipation war wieder einmal vertan. Auch das war nach 1914 zu keinem Zeitpunkt anders. Hans Modrow, das sei noch bemerkt, der die DDR und ihre Ökonomie nicht zu retten vermocht hatte, rettete sich immerhin selbst als Abgeordneter der SED-Nachfolgepartei PDS, fuhr er 1990 in den Deutschen Bundestag ein. Also egal, ne? Apparatschik,
Funktionär, Hauptsache die Alimentation fließt. Und dann werden eben die Lieder gesungen, die man gemäß Staatsraison zu singen hat. Die Mindsets und Skills der Nomenklatur in Ost und West, so unterschiedlich waren sie nun auch wieder nicht. Darin, Revenue ohne den Staat zu machen, war gar nicht zu denken. Man brauchte den Staat, ganz gleich welchem Hegemon, welcher Ideologie er gehorchte, und gehorchte dann jeder Staatsraison, weil man in die Hand nicht beißt, die einen nährt. Heute gehört auch die Linke als Nachfolgeorganisation von SED und PDS zu den Systemparteien der BRD. Nach anfänglichen Irritationen, wie schon bei den Grünen, stellt sich die Integration in den Parteienstaat durch Korruption unausweichlich ein. Die Blaue Partei, also die AfD, beschreitet gerade diesen Weg alles Zeitlichen im Parteienstaat. Während so über die ostdeutsche Kamarilla angesichts der akuten Entkräftung ihres sowjetischen Hegemons die letzten Messen gesungen waren, konnte ein anderer sein Glück kaum fassen. Bei Sontheimer Blick lesen wir dazu, Quote, die Bundesregierung unter Kanzler Kohl, die schon im Fallen war, wurde durch die überraschende Entwicklung nicht nur gerettet, sondern danach in den 90er Jahren für weitere Legislaturperioden im Amt bestätigt. Endquote. In der Tat hatte Kohl nicht durch wirtschaftliche Kompetenz geglänzt. Bei den letzten Wahlen 1987 das schlechteste Ergebnis für die Union seit Bestehen der BRD eingefahren. Der zweite Flick-Skandal hatte zumal nicht zu seiner Kredibilität und der von ihm geführten Trinkgelderpartei beigetragen. Während und gerade weil der sowjetische Hegemon des ostdeutschen Teilstaats absehbar der Schwindsucht erliegen würde, die UdSSR sollte das Spätjahr 1991 nicht überstehen, konnte der transatlantische Hegemon des westdeutschen Teilstaats vor Kraft kaum gehen. Wie damals in Adenauer hatten die USA in Kohl einen Statthalter gesucht und gefunden, der zur bedingungslosen Westmündung bereit und ruchlos genug war, das ihm zu Gebote stehende mächtige Arsenal staatlicher Manipulation und Indoktrinierung zu nutzen, um dem Volke den Willen zu bilden. Artikel 21 Grundgesetz. Die CDU, das hatte sie in 40 Jahren BRD hinlänglich bewiesen, würde auf dem Weg nach Westen ohnehin über Stock und Stein und am Souverän vorbei folgen. Die politischen Entscheidungen wurden wieder einmal in Washington, London, Paris und mit Abstrichen in Moskau getroffen. Es gab in Bonn in Wahrheit im Wesentlichen nichts zu entscheiden, aber viel zu organisieren und zu exekutieren. Das immerhin konnte die Maschine, das Ungeheuer, der deutsche Obrigkeitsstaat. Und das war das achte Kapitel, die real existierende BRD und die DDR in ihren letzten Zügen. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit neuntens Anschluss und Ausverkauf. 1989-90 und die Folgen. Unter den Folgen haben wir natürlich bis heute zu tragen, und es wäre dies eine halbe Chance gewesen in Richtung Souveränität, Emanzipation und Freiheit, wenn man es dann überhaupt jemals ernst gemeint hätte mit dem Versprechen aus Artikel 146 Grundgesetz, aber natürlich nicht. Wie wir verschiedentlich gesagt haben, die Lüge in diesem Staat sitzt tief, und das von Anbeginn. Just saying. So. Das war, glaube ich, das erste Video, das ich in einem Stück aufgenommen habe, jetzt mal von den kurzen abgesehen. Ohne, dass ich mich andauernd verhaspelt habe, oder ich habe einfach über die Verhaspelung drüber hinweg gesehen oder drüber hinweg gelesen. Keine Ahnung, ihr könntet es mich ja wissen lassen, nicht auf YouTube, da sind die Kommentare aus Gründen deaktiviert, und ich habe es schon mehrfach gesagt, warum da die Kommentare deaktiviert sind, aber es besteht ja die Möglichkeit, auf Odyssee zu kommentieren. Ich denke ja, dass wir, wenn überhaupt, nur eine Zukunft auf Odyssee haben und eher weniger auf YouTube. Je kritischer, desto zutreffender.
Aber natürlich auch auf Twitter und auf Getter, wo ich ja jedes Video ankündige und nahezu zu keinem eine Rückmeldung bekomme. Also das ist jetzt, das ist egal, ne? Ist ja meine Obligation hier. Ich muss das ja tun, insofern da passiere, was wolle. Also selbst wenn ich hier nur noch einen oder keinen oder zwei hätte, die sich diese Videos anschauen, würde ich das, soweit meine Kräfte das zulassen, würde ich das zu Ende führen. So ist das ja nicht. Aber es ist soziologisch erklärbar, was passiert und wie es passiert. Ganz klar, ne, weil die soziologische Sicht auf soziale Figuration und auch auf den Menschen immer etwas anderes ist und einem da auch wirklich nichts Menschliches fremd ist. Aber ich sage mal, der Austausch von Mensch zu Mensch, das ist ja etwas anderes. Das ist ja keine wissenschaftliche Sicht der Dinge. Ja, das ist was anderes, ne? An der Kasse im Supermarkt, an der Haltestelle, auf der Arbeit, in der Straße, mit den Nachbarn, das ist etwas anderes, ne? Das ist ja direkt von Mensch zu Mensch und das ist dann in durchschnittlicher Alltäglichkeit in der Tat enttäuschend aufgrund des Kannitverstands, der einem da entgegenschlägt. Es tut mir leid, aber das ist das Soziale, ne? Das ist die Interaktion. Wir sind in der Interaktion aneinander gebunden und wenn wir etwas verändern wollen, können wir das nur gemeinsam schaffen. Das kann niemand allein machen. Und insofern sind wir, solange wir uns in dieser sozialen Konfiguration bewegen oder in dieser politischen Entität bewegen, sind wir tatsächlich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Uns wechselseitig in Interaktion ausgeliefert. Und wenn dann eben Kannitverstand das Allbestimmende ist, dann wird sich auch nichts ändern. Und dann ist es menschlich enttäuschend. Das muss ich so sagen. Just saying. Also so empfinde ich das dann. Also was ich erlebt habe während dieses Corona-Regimes. Oh. Und darüber hinaus. Don't start me talking. Okay. In Freiheit und Verantwortung werden wir und vergehen wir. In Freiheit und Verantwortung spreche ich diese Worte. In Freiheit und Verantwortung nehmet sie an oder verwerfet sie.